Hallöchen, Popöchen. Ja, genau. Ja, ich habe einen kleinen Haul für euch. Aua. Ja, es sieht viel aus dahinter. Ich wollte eigentlich noch von Fressner von Rodiped euch ein bisschen Kleinigkeiten zeigen. Aber hallo, ich habe heute noch einmal zwei Pakete gekriegt. Nee, drei sogar. Stellt euch vor, die Sache von Hugo sind endlich gekommen. Toll. Egal. Ach, guckt euch einfach das Video an. So, hallihallo zu einem neuen Video von eurer Sammlung. Meine Nase juckt schon wieder. Naja. So, ich habe von Fressnapf alles Mögliche bestellt. Also auch Stroh. Von den Stroh. Ich habe es total vergessen, Leute. Ich wäre immer bescheuerter zur Zeit. Ich habe jetzt Stroh. Ich könnte einen Lader aufmachen, aber passt schon. Ja, da ist was Schweres drin. Sekunde mal. Ich sehe mich mal wieder nur von hinten. Ich habe Strohstreu. Strohstreu habe ich geholt. Also bestellt von Fressnapf. Ganz schnell dann ein Walderlebnis über Streu für meine Zwergkaninchen von Real Nature. Und dann habe ich bestellt, Sekunde, ich mache das mal kurz hier runter. Oh, mein Gott, das ist ein Gewicht. Ich habe bestellt für mein Außengehege im Elsass. Da blende ich euch nachher noch gleich ein Bild an. Aber kommt gleich, Moment. Also ich habe hier von Jet Air Farm, das ist jetzt auch Fressnapf. Drei Stück. Jet Air Farm. Hör doch mal auf, an mir rumzulecken. Das ganze Ding wackelt doch. Kräuterballen, genau. Mit Petersilie und Brennnessel. Drei Stück, jetzt werdet ihr sagen, was? Drei Stück für drei, für nur für popelige zwei Kaninchen. Dann habe ich bestellt. Das kommt dann aber, deshalb packe ich es jetzt nicht aus, Leute, es tut mir leid. Von Trixie einen Spieltunnel mit vier Öffnungen. Also, das seht ihr hier: eins, zwei, drei und vier Öffnungen. Hier ist noch Öffnungen. Ach du Scheiße. Öffnungen. Leute, ich habe so gute Laune. Heute ist nämlich Donnerstag und mein Arbeitszeit ist vorbei bis nächste Woche Dienstag. 3 x 47 cm, 18 cm Durchmesser. Ja, von Trixi. Das sieht als am Anfang im Bild im Internet auf Fressnapf, habe ich gedacht, sag mal, ist das Plastik? Aber das ist Stoff. Seht ihr, das ist hier alles Stoff. Und ich möchte es halt jetzt logischerweise nicht auspacken, weil es kommt definitiv erst ins Außengehege. Leute, es kommt vielleicht euch lang vor, mir kommt es auch lang vor, aber spätestens Ende April. Spätestens Ende April. Bombe! Ich habe so eine Freude, ihr habt keine Vorstellung. Wir waren doch erst im Elsass, der Papa, meine Schwester und ich, am letzten Mittwoch. Genau, gestern. Leute, wir haben wirklich Pläne, mein Papa hat Pläne. Wahnsinn. Wahnsinn. Floppy? Nein. Dann habe ich ein Intelligenzspielzeug, da kommt aber ein extra Video. Training Board Intelligenzspielzeug von Anyone. 25 x 25 x 5,5 cm. Seht ihr? Es sind das mit den, ich mach's mal so runter, dann sieht man es besser, mit den Holzkugeln. Die sie so wegstupsen müssen und ich bin überzeugt des Blickes, weil das Spielzeug von Mias Welt, Mama Mia vom Tauschpaket. Muss ich auch mal wieder reinmachen, aber ich möchte erst da jetzt ein Video machen, dann mache ich jetzt auch wieder rein. Haben sie nämlich auch geschnallt. Also von dem her denke ich, das schnalle so auf. Von Rodenti, also Rodiped, habe ich bestellt vier Stück. Einmal ein bisschen klein, aber ein bisschen größer. Da werde ich das aber machen im neuen Haus im Elsass. Habe ich euch ja gesagt, möchte ich vielleicht dann ein drittes Gehege holen, Marrakesch für meine Mäusis. Und habe zwei kleinere Weinreben dazu geholt. Es wird ein Bombenteil mit 1000 Durchschlupfdinger, mit einer Birkenröhre. Absolut Bombe. Und dann habe ich geholt, ich weiß noch nicht, wen ich reinstelle. Das ist für den Sommer gedacht. Ein Terra-Keramikbau von Rodiped. Weil der hat Riesenöffnungen. Wahrscheinlich mache ich es am Fridolin rein. Ich weiß es noch nicht, Leute. Vielleicht kaufe ich auch noch ein etwas kleineres für die Pebbles, weil es soll ja kühlen. Und es ist brutal kühl für das Sommer halt, wenn es richtig warm wird. Das hat keinen Boden.
Ich habe mir nämlich heute spontan überlegt, vielleicht hole ich einen größeren Stein, damit das unter auch kühl ist. Weil wenn ich das ins Einstreu lege, die unterbuttelte das oder irgendwas, einer meiner Hamster, also wahrscheinlich kriegt es der Friedel und guckt euch mal die Öffnungen an. Bombe. Also ist wirklich wieder mal eine sehr gute Verarbeitung. Dann werde ich wahrscheinlich einen Stein drunter legen, dass es richtig kühl wird. Weil der Sommer wird dieses Jahr mit Sicherheit wieder mega happig. So, dann habe ich, also wie gesagt, ich habe von Hugo das Zeug, ich habe nochmal Fressnapf bekommen mit dem Stroh. Und dann habe ich bestellt, bin ich durch Zufall draufgestoßen, die Firma Grünhopper. So, Leute, wenn das gut ankommt, werde ich diese Sache für Zwergkaninchen, also das Futterparadies werde ich weiternehmen für die Same und die Sache für meine kleinere Tiere, aber für meine Zwergkaninchen werde ich definitiv dann bei Grünhopper bleiben, weil ich habe auch viele gute Rezensionen, das sogar im Internet mal auf YouTube. Gehört, dass alle andere auch noch sehr von Grünhopper überzeugt sind. Ich habe bestellt Dental and Allergy, also so Dental, auch für die Zähne und Ding. Zusammensetzung Malve, Löwenzahn, Brennnessel, Breitwegerich, Blaubeerblätter, Ringelblumen, Hibiskus, Schafgarbe, echte Kamille, Haselnussblätter, Weidenblätter, Vogelmiere, kaltgepresstes Leinöl. Wirklich sehr gut. Das wird dann untergemischt und ihr Strukturfutter, weil ich das erste Mal Strukturfutter gekauft habe. Ich meine, ich habe ja immer mal Kräuter zusammen gemixt, mache ich auch regelmäßig. Aber ich bin wirklich begeistert, auch schon allein einen vom Aussehen. Ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht. Ich werde es nämlich alles zusammenmischen in meinem großen Eimer, wo ich die getrockneten Löwenzahnblätter, die sind nämlich fast leer, komplett in diesem Honigeimer vom ZG, wo ich euch mal gezeigt habe, da ist fast nichts mehr drin, werde ich das dazu machen. Dann habe ich hier mal bestellt, mich juckt es dahinter, sorry Leute, Ribisel, Ergänzungsfuttermittel für Heimtiere, Johannisbeerblätter, Johannisbeeren, haben sie noch nie gehabt. Und das sind jetzt 120 Gramm. Da riecht jetzt nichts durch, aber also es sieht gut aus. Johannisbeere selber habe ich jetzt da drin noch nicht gesehen. Aber vielleicht sind die zu klein geschreddert. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Sie kriegen auch im Sommer dann auch wirklich mal wieder richtige Johannes. Was heißt wieder, haben sie eigentlich noch nie gehabt, weil ich mir damals ganz am Anfang, wo ich die Zwergkaninchen geholt habe, habe ich nicht gewusst, ob Johannisbeere gut sind. Aber ich habe dann bei Happy.Kaninchen. Dankeschön, meine Süße. Die ist so super. Die Frau geht mal bei ihr rein. Die hat echt Ahnung. Die hat ein richtig kleiner Bauernhof. Ganz toll macht die das immer. Und ihre Videos. Oh, Bombe. Und den Futternapf hätte ich trotzdem gern gewonnen. Aber ich freue mich für den anderen Gewinner, weil die kann zeichnen. Leute, ihr müsst mal bei ihr reingehen. Diese Frau ist einfach einmalig. Die bringt ein Buch raus. Jetzt kann die Werbung machen. Happy.Kaninchen. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Bitte geht mal bei ihr rein. Die im März oder was macht sie, hat sie ein Buch rausgebracht. Dann habe ich gesagt, sag mir bitte Bescheid per E-Mail. Hat sie gesagt, sie gibt mir Bescheid, wenn das rauskommt. Sie hat gesagt, ja, lob mich nicht. Ich weiß nicht, ob das so toll ist und Dinge. Ich habe gesagt, mit Sicherheit, wenn das so gut ist mit deinen Videos. Weil man merkt halt, sie hat echt Ahnung. Wenn ich die was frage, ich kriege innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Und zwar immer die richtige. Und die Frau ist einfach Bombe. Ihre Kaninchen, eigentlich sind das schon richtige Hasen, das sind solche Uschis, aber sowas Süßes. Die hat Hühner, richtig kleiner Bauernhof. Absolut klasse, die Frau. Ich liebe diese Frau. Ich liebe diese Frau. Die ist sowas von Bombe. Ich bin so froh, dass ich die entdeckt habe. Also dein Abo, ich würde dich doch 10-mal abonnieren, wenn ich könnte. Du bist echt Bombe, Frau. Es gibt andere YouTuber von mir, die ich abonniere. Ihr seid auch alle klasse. Ihr wisst es ganz genau. Aber diese Frau, da merke ich, die Frau hat Ahnung. Der richtig, also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr keine Ahnung habt, um Gottes Willen, aber diese Frau hat Ahnung. Das merkt man. Und die bringt es und die kann zeichnen, Leute. Und dann hat die eben einen Futternapf verlost. Ach du Lieber. Abonniert sie, weil sie hat gesagt, bei 1000, aber ich glaube, bei über 500 ist sie jetzt. Sorry, jetzt weiß ich nicht genau, sie hat bei 1000 Abonnenten wird nochmal was verlost. Also abonniert sie, damit, vielleicht macht sie nochmal das mit dem Napf. Ich will unbedingt den Napf. Die muss laden, wir könnten einen Lade aufmachen mit dieser. Die wäre leer gekauft, ich schwör's euch. Dann habe ich reich an Vitamin E solche Ölsaaten geholt, weil man immer sagt, man soll ja ein bisschen Ölsaaten, aber bitte nicht zu viel. Dazu sage ich euch hier jetzt auch gleich: Kürbiskerne, Leinsamen, Sesam, Sonnenblumenkerne, Mohn. Ergänzungsfuttermittel für Heimtiere. 250 Gramm habe ich geholt. Das ist haltbar bis 33.01.25.
25. Das heißt, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich mache das natürlich bei mir in Gläsel oder Ding, ist ja klar. Also das werde ich dann immer unter diese Strukturfutter ganz bisschen dazu mischen, dass ich ihre ölhaltige Samen habe und Saate. Und Leinsamen habe ich denen auch noch nie verfüttert. Guckt euch das mal an. Ich hoffe, man sieht es gut. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt, die haben ja noch viel mehr im Angebot. Ich habe halt jetzt nur ein paar Sachen. Ich will es einfach mal ausprobieren. Also Vitamin E und dann solche, es sind keine Nüsse dabei, aber so Samen halt, so ölhaltige Samen. Und das ist ja auch sehr wichtig für Zwergkaninchen, aber bitte nicht zu viel geben. Deshalb habe ich auch noch so ein kleines Päckchen geholt, weil die kriege ich dann noch ganz wenig dazwischen. Dann natürlich, klar, habe ich fast keine mehr, beziehungsweise ich habe noch ein anderes Päckchen, aber das wird ja sowieso immer dann dazu schnapuliert. Und das ist eigentlich immer gut, gerade auch für den Zahnabrieb, Löwenzahnwurzeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind jetzt mal richtige Löwenzahnwurzeln. Und ja, die kleine Furzdinger da, wo man, gut, das ist manchmal auch okay, aber da muss es ja mal richtig dran gehen. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also die kriege definitiv, ich schmeiß vielleicht auch mal meine Mäusis was rein. Aber gut, mütsche da durch. So, jetzt kannst du durch, Stinker. Ich sitze hier mit einem halben Arschbacke auf dem Sofa. So, jetzt kommt das Strukturfutter von Grünhopper. Oh. Grünhopper. Ich lupf's mal hoch. Adult. 5 Kilo. Das ist das Strukturfutter. Das ist hier so ein bisschen abgebildet hier. Ihr könnt da mal ein bisschen sehen, wie es aussieht. Ich will die Zeit nur nicht aufmachen, weil ich will halt erst das alte Grünzeug alles jetzt mal fort habe und dann anfange. Reines Naturprodukt, kein Weizen, keine Pellets. Leute, verfüttert bitte keine Pellets. Und gepresste Bestandteile, also nichts ohne Weizen, Pellets und gepresste Bestandteile. Zahnabrieb durch natürlich grobe Struktur, frei von Melasse, Farbstoffen und künstlichen Zusatzstoffen. Also natürlich, das ist die, eigentlich die natürliche Ernährung, wo es eigentlich, ja, gibt es, besser gibt es eigentlich in meinen Augen nicht. Wir empfehlen Grünhopper in 2-Tages-Portionen anzubieten. Dann natürlich Wasserversorgung und Grünfutter, also Grünzeug, frisches ist ja klar. Ich will euch gerade noch kurz durchlesen, was drin ist, weil ich finde es wichtig. Wiesenkräuter und Wiesengräser, da ist so ein Sternel und unten steht bei mit einem Sternchen. Also die Wiesengräser, Knaulgras, Wiesenfuchsschwanz, Rotschwingel, Schafschwingel. Das habe ich in meinem Gute-Hase-Buch, nämlich mein Kaninchenbuch, auch. Wo es heißt, Rotschwingel ist gut. Wolliges Honiggras, Rotklee, Weißklee, Spitzwegerich, Weidewegerich, Zaunwicke, Kammgras, habe ich noch nie gehört, Wiesenrispe, Schwedenklee, gemeine Schafgarbe, Wiesenkümmel, Wiesenkerbel, echtes Labkraut, auch sehr gesund. Großer Wiesenknopf, habe ich auch noch nie gehört, jährige Rispe, wehrlose Drespe, Wiesenlischgras, das soll sehr gut sein. Das wollte ich nämlich dann auch als Same machen, wenn ich da das erkläre ich euch gleich. Rohrglanzgras, Fingerkraut, rotes Straußgras, Wiesensalbei, wilde Möhre. Und dann ist wieder, gut, es sind Erbsenpflockel und Johannesbrot drin, aber ich denke, das dürfte nicht so viel sein. Ich glaube, auch nicht so schlimm. Petersilie, Möhren, Maulerblätter, Brennnessel, Alfalfa, Kornblumen, Pastinake, Eichenrinde, Löwenzahnwurzel, Rosmarin, Fenchel, Süßholzwurzel, Wurzel, Eibischwurzel, kaltgepresstes Leinöl, Weidenblätter, Rotklee. Und ich habe euch ja mal immer, ich wiederhole mich auch gerne immer wieder, weil es wirklich wichtig ist, bei einer Zusammensetzung, Inhaltsverzeichnis, egal auf welcher Packung. Das, was zuerst steht, ist immer am meisten drin und dann tut es immer abschwächen. Das heißt, Rotklee, Weidenblätter zum Beispiel ist dann weniger drin und zum Beispiel Wiesenkräuter und Wiesengräser sind am meisten drin. Und das ist gut. Leute, also ich habe es jetzt nur noch einmal ausprobiert, aber ich bin jetzt schon überzeugt. Ich bin jetzt schon irgendwie von dem Grünhopper überzeugt für meine Zwergkaninchen. Ich glaube, das werde ich auch weiterhin dann holen. Nur wie gesagt, wenn ich dann neue dazu hole, logischerweise reiche 5 Kilo nicht lang. Das heißt auf Deutsch, ich werde dann mal irgendwann mal so 20 Kilo Säcke holen. Aber im Moment, wie gesagt, solange ich jetzt hier noch wohne, ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht hole ich mal einen. Nur wie gesagt, das Problem ist halt, wenn ich den einmal auf habe, es ruckt ja halt auch aus. Deshalb lieber hole ich 2-5 Kilo Säcke. Und mache dann nacheinander auf und wenn ich dann wirklich mehrere habe, der 20 Kilo Sack wird dann schneller leer. Das heißt, es wird weniger
vertrocknet oder weniger alt werden von den Sachen. Also mir gefällt es, Grünhopper. Guckt mal rein, ich verlinke euch logischerweise das Ding natürlich auch unten in der Videobeschreibung, genauso wie Fressnapf und Rodipad. Ist ja klar, muss ich ja machen, weil es ja unbezahlte Werbung ist. So, und jetzt verlinke ich euch, beziehungsweise, Quatsch, Entschuldigung, jetzt zeige ich euch ganz kurz das Gehege, das ich bestellen werde. Mitte Februar, wenn ich das bestelle. Und es wird bei meiner Schwester dann zwischengelagert. Mega toll. Sorry, das Video wird wieder länger, aber ich habe es sogar schnell gemacht mit dem Zeiger. Also, ja. Auch von Rodipet wollte ich noch sagen, habe ich diesen ganz süßen kleinen Napf noch bestellt, wo viele von euch auch haben. Fand ich zu süß, konnte nicht vorbei. So, Kinders, viel konntet ihr vielleicht nicht erkennen. Das Gehege wird 6,3 Meter lang sein, 2,7 Meter breit und 2,05 Meter hoch. Es ist komplett zu, es ist eine Tür, ich kann im Ganzen, ich muss nicht so putzen. Na? Es wird an diese Stelle kommen, wo ich im 50-Abonnenten-Special Teil 2 euch den Garten gezeigt habe und dann gezeigt habe die Rückseite von dem ehemaligen Stall. Der ist nämlich über 8 Meter lang, passt es wunderbar. Man kann sogar noch Elemente dazu kaufen. Vielleicht habt ihr den Preis gesehen, also ist nicht gerade billig. Aber es wird Bombe. Ein Drittel wird komplett dicht gemacht gegen Regen, Wind, Schutz, alles klar, alles kein Thema. Und das wird dann mit Steinen komplett ausgelegt. Also die Steine werden nicht aufs Gras gelegt, sondern richtig reingehämmert ins Gras. Damit, wie gesagt, kein Marder, da wird auch kein Marder. Ihr habt auch gesehen, außer ist auch schon ein Schutz, ein Buddelschutz. Und dann kommt der Rest vom Gehege. Also das wird dann übrigens, das ist ein trockenes, geschütztes Plätzle. Dann kommt ein Zeher, da werde ich nochmal wirklich gutes Geld investieren, wird mich nochmal schlau machen, bevor ich umziehe und die Kaninchen umziehen werden. Eine super gute Schutzhütte. Eine große, gute Schutzhütte, wo viel Platz drin ist, wo sie sich zusammenkuscheln können, weil wenn ich mehrere dann habe, dass dann alle reinpassen. So. Und der Rest werde ich mit Rasensteinen belegen. Das sind solche, die sind sehr günstig im Baumarkt. Könnt ihr gerne mal eingeben, Rasensteine im Internet. Die haben verschiedene große Öffnungen, wo das Gras durchwachsen kann. Ne? Und die wäre dann auch rein in der Rase reingeklopft. Dann wird das Ding durchwachsen und die Öffnung gucke ich mal so klein wie möglich. Und richtig fest, also definitiv, da wird kein Marder und kein Fuchs. Und ich habe Füchse dort, weil Wald und alles, ne? Da kommt kein Raubvogel rein und gar nichts. Also super sicher und dieses Gehege ist wirklich klasse. Ich bin überzeugt von diesem Teil und die Rezensionen sind auch wirklich gut. Ja, und ich, wie gesagt, da gibt es auch ein Video für den Aufbau. Ich meine, mein Vater und der Freund meiner Schwester sind auch nicht gerade blöd im Aufbau. Also ich denke mal, wenn wir da zu viert rangehen, beziehungsweise meine Schwester hat noch zwei Bekannte an der Hand, die wirklich nicht ungeschickt sind im Aufbau, sollen die mir halt helfen. Dann kriegt da jeder 50 Euro in die Hand gedrückt, das Ding ist erledigt. Also absolut Bombe, weil wenn ich jetzt anfange, wenn ich, wie gesagt, manche YouTuber sehe, sorry, aber wenn sich vielleicht jetzt sogar jemand angesprochen fühlt, ganz ehrlich, ist mir auch egal. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich sehe, dass so halbherzig ein Gehege aufgebaut wird mit so dünnem Hasedraht. Nicht einmal ein Netz, obwohl ein Netz finde ich total bescheuert. Jeder Fuchs kriegt das Netz durchgebissen. Nicht einmal ein Netz drüber über den Auslauf und jeder Raubvogel könnte die Viecher klauen. Finde ich da Knaller. Und wie gesagt, wenn ich jetzt schon umziehe und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, was Tolles aufzubauen, mache ich es richtig. Und das Geld wird investiert und es ist dann auch wirklich langlebig. Und ich kann aufrecht stehen, von vorne bis hinten und rechts nach links. Und ich glaube, es ist über 6 Meter lang und 2,7 Meter breit. Wir haben es heute sogar abgemessen, meine Schwester und ich, im Geschäft. Das ist ein Riesenteil. Theoretisch, manche täten da 10 Hase reinmachen. Ich werde wahrscheinlich keine 10 reinmachen. Ich wäre vielleicht maximal 6 Stück, wäre es vielleicht mal irgendwann wäre. Kommt jetzt drauf an. Und im Notfall kann ich immer noch ein Element dazu kaufen, ein Element dran bauen. Dann sind es dann irgendwann 8 Meter. Und ich glaube, also man kann immer alles besser machen. Klar, ich könnte jetzt auch sagen, so, ich nehme den ganzen Teil, hau die 2, 3 Bäume, wo da noch im Weg stehen, ab und mache ein 20 Meter Gehege. Aber Leute, also irgendwo ist ja mal eine Grenze, ne? Und es wird Bombe. Leute, glaubt mir, das wird Bombe. So. Und am Montag kommt etwas mit meinen Hunden.
Und nächste Woche Freitag dürft ihr euch auf ein Video freuen. Lasst euch überraschen. Überraschung, Überraschung. Ich hoffe, ihr freut euch drüber. Weil ich finde es geil. Ich will es nicht sagen. Nein, ich sage jetzt nichts. Ja. Und dann, wie gesagt, extra Video mit dem Intelligenzspielzeug wird auf jeden Fall. Ich denke mal Montag in der Woche dann. Vielleicht mache ich dann ein Video dann mit dem Ding. Dann möchte ich dem nächsten Video hochladen mit der Mäusis noch was. Und ja. Und ein ganz kleines Mini-Video habe ich noch mit dem Fridolin. Den habe ich nämlich verwischt vor ein paar Tagen. Aber das wird dann vielleicht Freitag in 2 Wochen kommen. Das sind knapp 4 Minuten oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber das, ich wollte euch ja Fridolin halt mal wieder zeigen. Gibt halt ein kleines Video. Aber ich denke, das passt auch mal. So, Kinders, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, meine Süßen. Und guckt mal bei Grünhöber und guckt mal bei Happy.Kaninchen rein. Die Frau Spumber. Also das Buch kaufen wir auf jeden Fall. So. Allen anderen wünsche ich alles Gute. Liebe Grüße noch an Wellensittich Schiefer. Die hatten Vögele verloren. Der Bam Bam. Schnuckelmaus. Und tut mir echt leid. Ja, vorhin kam ein Video. Ach, das war Menschenskinder hier. Ja, es ist immer. Er verluscht von einem Tier, wo man gern gehabt hat, ist immer scheiße. Ist einfach so. Und also ich fühle echt mit. Ich fühle mit. Munter dich auf, meine süße Manuela. Manuela, genau. Meine Guldige. Ach ja, eins noch. Sorry, Leute, ich hab's voll verpennt. Sagushi hat mich gemeldet per E-Mail und sagt zu mir, ich will ja nicht unverschämt klingen, aber lohnt sich's morgen daheim zu bleiben? Das war vorgestern, wenn man es mir geschrieben hat. Ich habe gar nicht schnell weiß, wovon man will. Jetzt sitzt jetzt der Teier wegen ihrem zweiten Platz. Leute, ich verspreche euch, morgen. Nee, Quatsch. Wenn ihr das Video jetzt seht, sind eure Pakete schon fortgeschickt. Tut mir leid, dass es zu lange gedauert hat. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Aber ja, ging jetzt halt nicht anders. Also, wenn ihr das Video seht, ist definitiv eure Pakete unterwegs. Und zwar alle. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bleibt gesund, das habe ich schon gesagt. Eure Samik. Ciao.